Es ist so, dass wir etwas sehr Ambitioniertes heute vorhaben. Nicht umsonst. Denn weder wird das heute etwas sein, was sich mit Tafsir im klassischen Sinne beschäftigt, noch wird das etwas sein, was man mit den üblichen Beschreibungen der Endzeit und des Dajjal so verbindet. Und das liegt daran, dass es sinnvoll ist, sich von den üblichen Vorstellungen etwas zu trennen. Damit sage ich jetzt schon mal im Vorfeld drei Dinge. Nummer eins. Sämtliche Äußerungen des ehrenwerten Korans sind wahr. Das ist jetzt mein Standpunkt und ich nehme sie als eine absolute Wahrheit. Jedoch, das Wort ist Wahrheit. Wie man es genau versteht, steht auf einem anderen Blatt und das ist allgemeine Tafsir-Wissenschaft. Nummer zwei. Die authentischen Hadithe nehme ich in ihrem Inhalt als völlige Wahrheit an. Allerdings, auch diese müssen auf eine spezielle Weise verstanden werden. Wir werden uns mit einigen Paradoxien beschäftigen, Paradoxa, streng gesagt. Wir werden uns mit Wortbedeutungen beschäftigen, aber das wird nichts Philologisches in dem Sinne sein, sondern es geht um ein Ziel. Sowohl dieser Teil als auch der nächstfolgende im Januar, so Gott will, hat ein konkretes Ziel, nämlich zu verstehen, und zwar nicht akademisch. Es geht nicht ums Akademische. Eigentlich haben die meisten Menschen heute weltweit verstanden, dass es hier um grundlegende Veränderungen in der Welt geht. Das Interessante ist, dass das nicht das erste Mal ist. Man muss davon ausgehen, dass diese Veränderungen schubweise, man könnte auch sagen, wellenweise erfolgen. Wenn wir einmal betrachten, wie oft in den letzten, sagen wir mal, 2000, 3000 Jahren die Menschen davon ausgingen, dass der Weltuntergang direkt vor der Tür stünde und dass die Zeichen der Endzeit, wenn wir es so sagen wollen, unmittelbar kämen. Denn das ist ja in der jüdisch-christlichen Tradition nicht viel anders als in der muslimischen, diese Begrifflichkeit der Endzeit. Dann werden wir feststellen, das war ungefähr alle 200, 300 Jahre so. Und es gibt natürlich bestimmte Wende, Jahrhunderte, wo es besonders stark war. Aber de facto geschah das in absoluter Weise nicht. Wiederum fand ich in der Feder sehr viele Fachleute und einige Gelehrter die Aussage, der jüngste Tag hat schon längst begonnen. Das hat mich dann zum Denken gebracht und ich habe einmal nachgesehen und tatsächlich finden wir etwas, das nennen wir das Fading-Phänomenon. Will sagen, die Dinge sind nicht von 0 auf 100, sondern die Dinge sind so, als würden sie eine Feder nehmen oder einen Pinsel, der mit Farbe vollgesaugt ist, und sie würden ihn in ein großes gläsernes Wassergefäß hineintunken. Was passiert? Das Gefäß wird nicht gleich schwarz oder wird nicht die volle Farbe annehmen, sondern es wird schleierartig sich immer mehr verdichten. Und nicht anders ist das auch hier. Erst kommen die kleinen Zeichen. Und die kleinen Zeichen haben eine unterschiedliche Relevanz. Sie sind auch nicht eine einzige Gruppe, sondern sie teilen sich in unterschiedliche Dinge. Und auch der Dajjal und das Kommen des Dajjal hat bestimmte Schleier, die nach und nach gelüftet werden. Oder Sie könnten sagen, manche Verdichtungen von Hinweisen, die nach und nach kommen. Das geschieht jetzt nicht gleichmäßig. Und das geschieht auch nicht so, das kann man auch nicht so sagen, dass es wie ein Kanal ist, der immer einfach enger wird. Stichwort, das darf man nicht linear sehen, sondern wiederum wellenartig. Wir gehen aber auch davon aus, dass insbesondere der Prophet a.s. häufig etwas ausdrückt, was eigentlich unsagbar ist. Kann man etwas wirklich zum Paradies sagen, was für die Menschen hier verständlich ist? Kann man wirklich etwas zur Endzeit sagen, was in seiner Art wirklich vorstellbar ist? Ist Zeit, wie sie in den Primärquellen des Islam genannt wird, wirklich das, was wir heute haben und darunter verstehen? Das sind schwerwiegende Fragen. Und dem werden wir uns auch hier und da widmen müssen. Aber ich beginne einmal mit der Überlieferung. Oder sagen wir mit der Zusammenfassung. Da gibt es eine ganze Reihe von Überlieferungen, wo verschiedene Sahaba überliefern,
dass der Prophet a.s. ihnen das Kommen des Dajjal so lebhaft geschildert hat, dass sie sagten, und wir erwarteten, dass er sich hinter dem nächsten Felsen, also dem in Sichtweite, schon versteckt hätte, quasi um nur zu warten, bis er hervorbricht. Das heißt, das Gefühl der Zeit war, dass das unmittelbar vorankäme und unmittelbar in seiner Endform bevorstünde. Doch es vergingen 1500 oder mehr Jahre, ohne dass das passierte. Was meinen Sie? Hat diese Tatsache, dass die Sahabe sich offensichtlich in der konkreten Zeiteinteilung verschätzt haben, die meisten Leute dazu angeregt, die Überlieferung einmal in einem anderen Kontext zu sehen? Nur sehr wenige. Hat die Tatsache, dass viele Dinge Zeichen des jüngsten Tages offensichtlich einen Symbolcharakter haben, dazu geführt, dass die Masse der Menschen dahin geht und einmal tiefer über diese Überlieferung nachdenkt, um sie mit der beobachtbaren Wirklichkeit in Korrelation zu setzen? Nein. Daher gingen immer mehr Menschen davon aus, und das wird letztlich auch im Koran angekündigt, dass der jüngste Tag in irgendeiner Weise eine Art Traum ist oder in irgendeiner Art und Weise kommen wird, aber man kann nichts dazu sagen. Nichts ist falscher als das. Der ehrenwerte Koran und auch die authentische Sunna hatten die Absicht, die Menschen konkret vorzubereiten. Aber es ist heute im Mainstream nichts Konkretes übrig geblieben. Das ist auch die Tatsache. Es entsteht also ein erstes Paradoxon, nämlich, dass wir sehr konkrete Beschreibungen des jüngsten Tages und eben auch der Vorbotschaft zum Dajjal haben, aber offensichtlich können die meisten Menschen damit nichts Konkretes und Rechtes mehr anfangen. Das wird Ihnen sicherlich zu denken gegeben haben, sonst wären Sie heute nicht hier. Ich denke über diese Dinge, über diese Ayat, über diese Texte, über diese Hadithe mittlerweile seit mehr als 20 Jahren nach. Und in den letzten 5, 6 Jahren bin ich zu ganz eigenen Ergebnissen gekommen, weil ich eine Zeit brauchte, um das, was sich in meinem kleinen bisherigen Leben ereignet hatte, mit diesen Überlieferungen in Übereinstimmung zu bringen. Und ich gebe Ihnen das in einem kleinen praktischen Beispiel, um Ihnen zu verdeutlichen, wie sehr man sich vertun kann, wenn man das Ganze nur in einem Zeitrahmen von 2 oder 3 Jahren sieht. Sie kennen die berühmte Überlieferung, in denen es heißt, dass gegen Ende der Zeit die Masse der Muslime gewaltig groß werden. Auf die Nachfrage der Sahaba, ob das nicht eine gute Auswirkung hätte, sagte der Prophet, sie werden sein wie der Schaum auf dem Meer. Der Schaum auf dem Meer ist sehr viel, aber er bewirkt nichts. Er hat nicht einmal Kraft. Er hat nicht einmal die Kraft der Oberfläche einer Welle. Das hat sich eindeutig verwirklicht. Niemals, soweit wir das wissen, gab es an Anzahl mehr Menschen, die sich formal zum Islam bekannt haben als heute. Aber sie bewirken nichts. Sie sind Opfer, die meisten. Das ist auch eine Tatsache. Nummer 2. Die Überlieferung, dass je näher der jüngste Tag rückt, der Dien des Islam so sein wird wie ein glühendes Kohlenstück. Und der am Dien festhält, wird sein, als würde er an einem grünen Stück Kohle festhalten. Ich habe mir überlegt, und das habe ich nie wirklich verstanden, bis auf die letzten 2, 3 Jahre. Die meisten, auch ich, als ich jugendlich war, und die meisten anderen in meiner Umgebung, als wir junge Leute waren, gingen davon aus, hier sei eine Erschwernis gemeint. Heute komme ich dahin, dass ich sage, das war eine nicht ganz richtige Betrachtung. Damals, vor 20 Jahren, war es schon nicht unbedingt einfach, an manchen Dingen des Islam festzuhalten, aber das ist nicht, kann nicht die Bedeutung sein. Wer kann ein glühendes Stück Kohle festhalten? Mit der bloßen Hand, meine ich. Niemand kann das. Jedenfalls nicht auf normale Weise. Überlegen Sie einmal genau die Bedeutung. Dem Propheten und den Sahaba war die Bedeutung des Wortes Jamra völlig klar. Das ist ein glühendes Stück Kohle. Sie könnten noch ein rotglühendes Stück Eisen versuchen, in die Hand zu nehmen. Was passiert damit? Im Normalfall würde Ihre Hand verschmelzen mit dem Eisenstück. Es würde ungeheuerlich schmerzhaft sein,
Und am Ende könnten sie das Eisenstück doch nicht festhalten, weil ihre Muskeln durchgetrennt würden. Bei einem glühenden Stück Kohle ist es ähnlich. Entweder die Hand wird rettungslos zerstört und Muskelfasern werden zerstört dabei. Oder die andere Möglichkeit, sie sind unempfindlich aus irgendeinem Grunde und können es festhalten in irgendeiner Weise. Es wird hier nicht gesagt, ob mit einem Hilfsmittel oder nicht. Und wenn Sie es jetzt logisch betrachten, mit der bloßen Hand lässt sich ein glühendes Stück Kohle de facto nicht festhalten. Nein, nicht auf Dauer. Nicht einmal, wenn Sie es kurzzeitig ertragen könnten. Sie müssten es aufgeben. Aber das kann nicht der Sinn des Hadithes sein. Verstehen Sie jetzt das Problem? Hier ist ein Paradoxon dabei. Wie wäre es möglich, dass die Bedeutung des Hadithes, die wortwörtliche, eingehalten wird und auf einer anderen Ebene übertragen, es doch wahr wird? Und sehen Sie, das Problem stellt sich bei allen Überlieferungen des jüngsten Tages. Es wird deutlich, wenn Sie einen Schutzhandschuh anziehen. Es wird immer noch unangenehm sein, aber Sie können die Kohle festhalten. Daher kommt eine wichtige Folgerung. Ohne eine spezielle Vorbereitung, ohne eine spezielle, vor allen Dingen spirituelle Ausrüstung, wird man am Islam nicht festhalten können. Und das sehen wir heute bereits in klarer Form. Daher komme ich zu dieser Interpretation. Mittlerweile treten Gegner des Islam auf und auch sie sind eine Art von kleiner Dajjal, die scheinbar aus dem Inneren der Gemeinschaften des Islam herauskommen und Zweifel sehen, so dass von den wesentlichen Dingen des Din nicht übrig bleibt. Sie zerstören den Din gewissermaßen strukturell von innen. Es gibt natürlich logische Fehler dabei. Aber selbst die meisten Leute, die sagen, das kann nicht richtig sein, verstehen nicht, wie man das widerlegen könnte. Damit schleicht sich der Zweifel in die Herzen ein und hier haben wir schon den ersten wichtigen Punkt. Durchaus nach klassischen Methoden, diejenigen Ayat zu untersuchen, die wesentlich in dem Kontext sind. Wesentlich in dem Kontext sind die, wie der Prophet a.s. hier als besonders genannt hat, speziell die ersten und die letzten Szenen des Suratul Kaf, aber auch diejenigen Ayat und diejenigen Suren, die aus welchem Grund auch immer in einem Zusammenhang damit stehen, sowohl inhaltlich wie auch formal. Und ich beginne einmal mit der ersten Zusammenfassung. Und das ist so. Ich habe das Ganze in vier Teile geteilt. Ob ich alle vier Teile heute vorstelle, steht dahin. Aber ich habe es zumindest vorbereitet. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen den Suren. Denn diejenigen Dinge, die von dem Propheten a.s. als formativ in diesem Kontext genannt wurden, müssen eine besondere Bedeutung haben. Es liegt an uns, das zu suchen. Der zweite Teil, die Sonderrolle von Al-Kahf. Dazu habe ich eigene Präsentationen, das ist klar. Die werde ich allerdings auch anders vorstellen, als ich das bisher gemacht habe. Und da geht es darum, dass man besser versteht, wie sich die Vorgänge darstellen, die das Auftreten des Ad-Dajjal ankündigen. Denn das folgt einer bestimmten Regel. Wie gesagt, am besten, wenn man es sich vorstellt wie ein choreografiertes Theaterstück, in dem wir alle Teile sind. Und der Dajjal und der Shaitan, der Verfluchte übrigens auch. Der dritte Teil. Und das ist jetzt etwas, was so selten vorgestellt wird. Die sogenannten indirekten Warnungen der Parabeln, der Amthal. Hier gibt es einen besonderen Ansatz aus manchen Tafsir-Traditionen, der hier sehr weiterführt. Das ist ein Ansatz, bei dem sie Dinge, die scheinbar einen nur moralischen Ansatz haben, aber eindeutig, etwa im Beispiel von Al-Kahf, verbunden sind mit dem jüngsten Tag, aber nicht wortwörtlich. So interpretieren, als wären sie mit dem jüngsten Tag verbunden. Und Sie werden sehen, dann kommen erstaunliche Dinge heraus. Hier gehe ich davon aus, dass der Schöpfer Subhanahu wa Ta'ala, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Menschen nicht erschaffen hat, damit es ihnen übel ergeht. Das wird in der Surah Taha ja auch deutlich gesagt. Dass, wie es da heißt, wir den Koran nicht auf dich herabgesandt haben, litashqa,
damit du elend und übel sein würdest, sondern tadhkiratan liman yakhsha, als Ermahnung für diejenigen, die Gottesfurcht zeigen. Der Schöpfer will nichts Böses für uns, aber diese Aussage können wir nicht sinnvoll aufrechterhalten, wenn gemeint ist, dass wir einfach rettungslos untergehen. Und ich glaube nicht, dass das geplant ist, sondern es gibt ein Muster der Errettung. Das kommt auch durch die Hadith heraus. Es gibt sozusagen eine Art Zeitkapsel. Es ist eine inhaltliche und es ist eine Zeitkapsel. Gehe ich davon aber aus, dass der Schöpfer nicht umsonst diese Beispiele in diese Sure gesetzt hat oder diesen Ausdruck in diese und jene Aya gesetzt hat, auch über die Grenzen verschiedener Suren hinweg, dann hat es Bedeutung. Denn Abdel ibn Abbas, was nicht sehr heute in den Tafsiren herauskommt, hat etliche Methoden eingeführt, die bahnbrechend waren. Und er hat sich mit diesen Thematiken intensiv beschäftigt. Dazu zählt, dass er davon ausgeht, dass wenn ein bestimmter Ausdruck außergewöhnlich ist, er hat sich sehr mit außergewöhnlichen Ausdrücken beschäftigt, sprachlichen, wenn ein außergewöhnlicher sprachlicher Ausdruck, sei es ein Wort oder ein Satz, an mehreren Stellen des Korans vorkommt und sonst nie, beziehungsweise so untypisch ist wie die Normalsprache, dass es auffällig ist, muss diese Verwendung eine Deutungskraft, wir würden heute sagen, eine Symbolkraft haben. Und er hat dementsprechend gedeutet. Und er hat so gut wie immer recht gehabt. Dazu gibt es mehrere Beispiele, die ich auch gesammelt habe. Jetzt gibt es eine zweite Erscheinung, nämlich die Helfer des Dajjal und die Teufel der Menschen und der Dschinn. Es gibt Gute unter den Menschen und den Dschinn und es gibt Teufel unter den Menschen und den Dschinn. Und die Teufel unter den Menschen und den Dschinn haben genau das getan, was sowohl in der Surat al-Kahf als auch in der Surat Yasin, die da auch einen Zusammenhang haben, nicht nur untersagt wird, sondern wovor gewarnt wird. In diesen Zeiten ist das Wichtigste, einen kühlen Kopf zu bewahren, ruhig zu werden, zu versuchen zu erkennen, welche Zusammenhänge da sind, wie zum Beispiel heute und auch in späteren Momenten, und dann ganz in Ruhe einen Plan zu machen. Panik ist falsch. Angst ist falsch. Die Kräfte des Dajjal herrschen durch Chaos und durch Angst. Wenn Sie das beiseite schieben können und sagen so, jetzt schaue ich einmal auf das, was ich habe. Und hier sehe ich, nein, der Dajjal ist ein Täuscher. Und wer auf diese Täuschung nicht hereinfällt, hat bestimmte Instrumente in die Hand bekommen. Aber die muss man richtig verwenden können. Und Teil 4, die Vorboten der großen Zeichen sind eigentlich Verborgenes des Verborgenen. Was meine ich damit? Es gibt bestimmte Prinzipien, wie man an bestimmten Spuren sehen kann, was kommt oder was gewesen ist. Mit einer ausreichend großen Wahrscheinlichkeit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu. Wenn Sie im Schnee Tierspuren sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie sich dazu stellen. Sie könnten sagen, ich kann die Tierspuren nicht genau zuordnen. Nicht, weil sie nicht deutlich wären, sie sind deutlich, aber weil ich zum Beispiel mich da gar nicht auskenne. Ich kann gerade mal noch Vogel von Wolf unterscheiden, aber ob das Wolf war oder Hund oder Kojote, kann ich nicht unterscheiden. Sie könnten feststellen, ob Menschen hindurchgegangen sind, neben den Tieren. Das könnten sie. Aber sie wären nicht so erfahren, dass sie sagen könnten, wie schwer dieser Mensch jetzt war oder wie groß er genau war. Aber über zwei Dinge sollten Sie sich nicht irre machen lassen. Wenn Ihnen jemand sagt, hier ist niemand lang gelaufen, dann wissen Sie, dass derjenige lügt. Und die Spuren sind da. Etwas oder jemand muss durch den Schnee gelaufen sein. Zwingend. Die Spuren
sind Beweis in sich selbst. Und sehen Sie, alle Ankündigungen zum Dajjal sind so. Deswegen kann es für den Dajjal und seine Helfershelfer kein vornehmlicheres Ziel geben, als das Wort des Korans in Zweifel ziehen zu lassen, den Propheten und allgemein alle anderen Propheten und die Religion als Lüge und als Unsinn dastehen zu lassen, damit die Menschen auf diesen Schlüssel nicht mehr zugreifen können. Wenn Sie das wissen, wissen Sie auch, dass Sie sich darauf umso mehr konzentrieren müssen. Nummer eins. Nummer zwei. Wie im Beispiel der Spuren. Die Spuren, weil es zum Plane Allahs gehört, sind deutlich. Ganz deutlich. Es liegt also tatsächlich nicht daran, dass die Spuren verschmiert oder verrutscht wären. Es liegt daran, dass wir einfach verlernt haben, sie zu lesen. Und zwar so, wie es sein muss. In dieser Haltung bewege ich mich jetzt auf die Primärquellen zu und lese alles, was ich legitimerweise daraus lesen kann, im Kontext des jüngsten Tages und versuche daraus einen Schlüssel zu ziehen, der mir und Ihnen, so Gott will, weiterhelfen kann.